Der nächste Fall führt die Polizeihauptkommissare Michael Weber und Klaus Wiebel sowie Hundeführer Robi Hagen in ein Kölner Waldgebiet. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Olaf, ich bin hier im Dünnwald. Mein Mann und mein Sohn sind verschwunden. Seit 8 Stunden. Seit 8 Stunden? Wie alt ist denn Ihr Sohn? Mein Sohn ist zwar 31, aber der ist krank. Der hat mir eine Not-SMS geschickt. Der hat so einen Notknopf an seinem Handy. Was hat der denn für eine Krankheit, Ihr Sohn? Geistig zurückgeblieben. Gut, er ist wie ein Kleinkind. Aber Ihr Mann ist bei ihm. Ich erreiche niemanden. Ich habe es mehrmals versucht. Gut, ich habe nur diese App. Wir schicken Ihnen Rettungskräfte, ja? Am Waldrand treffen die Beamten auf die Frau, die den Notruf abgesetzt hat. Ob den beiden Vermissten etwas zugestoßen ist, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Mein Sohn und mein Mann sind hier im Wald irgendwo. Ja. Da muss was passiert sein. Okay. Mein Sohn ist behindert und hat mir die Not-App geschickt. Ja, in diesem Fall haben wir hier zwei Besonderheiten gehabt. Wir haben einmal einen behinderten Sohn der Familie gehabt und die ältere Person, die vermisst war. Das entspricht natürlich nicht der Regel. In der Regel wird bei Erwachsenen die Suche, sage ich mal so, ab 70, 72 Stunden erst begonnen. Das ist der Unterschied zu Minderjährigen, wo man eigentlich sofort aktiv wird. Bei Erwachsenen dauert es ein bisschen. So, ich habe jetzt mal die GPS-Daten abgeglichen. Mhm. Ja, also die gesuchten Personen würden sich jetzt in diese Richtung ungefähr befinden. Ja. Ja, er sagt mir jetzt nicht ungefähr die Meterangabe, aber es ist eigentlich nicht allzu weit weg. Der Notruf ging ja in eine Einsatzleitung ein, die hatte uns dann relativ schnell informiert. Ich hatte mir dann noch mal aufs Fahrzeug, aufs Einsatzmittel einen GPS-Tracker eingepackt, dass man dementsprechend die Person, auch wenn das Handy nicht an der Person ist, noch finden kann. Des Weiteren wurden weitere Einsatzmittel angefordert. Das heißt einmal der Hundeführer, natürlich ein RTW, der immer dazugehört, wenn es hier um vermisste Personen geht, und noch ein weiteres Suchteam. Sie wollen aber dann auch mitgehen? Ja, würde ich sagen, weil mein Sohn ist ja schwer zu beruhigen. Ja, ja, wir ist nehmen, ja immerhin behindert. Ja, wir nehmen Wir warten jetzt noch auf die anderen Einsatzkräfte. Ja, kommen Sie schon. Hundeführer Robi Hagen und ein Suchtrupp der Polizei rücken an, um Vater und Sohn in dem weitläufigen Gelände zu finden. Ein Unfall der beiden kann nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ist auch ein Team des Rettungsdienstes vor Ort. Damit die Suche schnell beginnen kann, bekommen die Einsatzkräfte einen ersten Lagebericht. Folgende Situation. Abgängig zwei männliche Personen, Vater und Sohn. Wobei der Sohn mit Anfang 30 behindert ist, geistig behindert ist. Wir haben einige Daten, da kommt der Kollege gleich zu. Wir wollen mal ein Waldstück von der Größe, ich schätze es mal auf 500 mal 500 Meter, maximal durchsuchen, gehen aber gezielt vor anhand der Daten, die wir haben. Ja? Okay. Gut. Gibt es irgendwelche Gegenstände von die Person, die vermisst wird? Oder? Nein, nicht. Wo ist die Person am letztes Mal gesehen worden? Jetzt gesehen habe ich sie zu Hause. Und hier ist halt diese GPS-Daten. Das ist das Fahrzeug von dir. Okay. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Mhm. Sollte man einen Gegenstand haben, das ist eigentlich schon eine von den besten Methoden, um eine bestimmte Person zu finden. Wenn man das sich hat, dann kann man fragen, wo die Person zuletzt gesehen wird. Und da kann man auch eine Bodenfährte aufnehmen. Und dann kann es auch sein, dass der Hund die Person findet über die Bodenfährte. Namen zum Rufen? Genau, Namen. Ist mein Mann. Günther ist Ihr Mann. Jakob ist mein Sohn. Jakob. Okay, Günther und Jakob. Jakob ist der behinderte Sohn. Die Rettungsdienst hält sich ein bisschen im Hintergrund. Dann, ne? Ja, also wenn wir, wenn wir euch brauchen, dann ist ja kein Thema. Da es sich ja um eine Personensuche handelte, ist das eine Polizeilage. Rettungsdienstlich arbeiten wir auf Weisung der Polizei. Ich würde mal gehen, alle. Zwei, gib auf zwei. Ich stelle mich in der Mitte. Ihr stellt mich mit einer Reihe hinter mir. Mhm. Bleibt bitte 10 Meter von mir weg, damit der Hund arbeiten kann. Wenn da die Leute vorlaufen oder so und je nachdem, wie der Wind steht, dann kriegt der Hund noch andere Gerüche von anderen Leuten. Und das vermischt sich hier alles und das soll ja nicht sein. Jakob! Günther! Zügig erreicht der Suchtrupp das Gebiet, in dem das Handy des Sohnes zuletzt geortet wurde. Jakob! Doch die Rufe bleiben unbeantwortet. Der Verdacht erhärtet sich, dass die beiden vielleicht schwer verletzt sind. Jakob! Günther! Günther! Jakob! 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 Günther! Jakob! Günther! Die Dämmerung rückt näher und der Spürhund hat noch nicht angeschlagen. Jakob! Also normal ist es immer am besten, wenn man den Hund an der Leine hat. So kann man auch am besten sehen, wann der Hund auf etwas reagiert. Jakob! Jakob! Hast du irgendwas gesehen? Gar nichts, ne? Nee. Jakob!
Ruhe mal! Ruhe mal, Polizeikette, halt! Nein! Doch. Ja. Hier. Wartet mal, lasst mal die Mutter. Lasst mal die Mutter rufen. Rufen Sie mal. Jakob! Ja? Da ist er. Rufen Sie wieder. Weiter. Da ist was. Stütze, da vorne. Mhm. Jakob! Ja. Komm mal her! Auf der Suche nach den zwei Personen habe ich dann in einem Gebüsch ein Geräusch vernommen. Das klang so wie eine Stimme, deswegen habe ich die anderen gebeten, mal innezuhalten, mal auf der Stelle stehen zu bleiben und sich mal nicht zu unterhalten. Wir haben dann Glück gehabt, dass hier die eine gesuchte Person sich zu erkennen gab. Rufen Sie weiter. Jakob! Jakob, komm hierher, komm langsam hierher. Na? Deine Mutter ist hier, komm hierher. Jakob! Mach langsam. Komm. Komm, wir helfen dir. Ja. Wir helfen dir, ganz ruhig. Papa schläft. Wir gehen gleich auch zu deinem Papa. Der Jakob, der sich uns dann zu erkennen gegeben hat, sagte halt nur, Papa schläft. Da muss man erstmal davon ausgehen, dass dem Vater vielleicht was Schlimmeres passiert war, weil er halt sich nicht so ausdrücken konnte wie ein normal denkender Mensch. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, wunderbar. Langsam, mach langsam, ganz langsam. Jakob. So, noch ein paar Meter, dann bist du bei deiner Mama. So, nimm ihn in Empfang hier. Alles gut. Okay. Sind Sie verletzt? So. Jakob. Ist er verletzt? Ja, guck mal drüber. Hast du Schmerzen? Hast du dich verletzt? Komm mal hier rauf. Jakob. Ja. Komm mal hier. Lehn dich mal hin. Papa schläft. Wo schläft Papa? Wo ist denn der Papa? Jakob. Die Angaben, die uns der 31-jährige, geistig zurückgebliebene junge Mann machte, waren für uns nicht sehr hilfreich. Was wir uns dann selber erarbeiten mussten, war eine Geschichte, die darin bestand, dass der Sohn relativ blutverschmiert war, dass es sich möglicherweise um schwere Verletzungen einer anderen Person handelte, dass es möglicherweise sogar ein Tötungsdelikt gewesen sein könnte. Ganz ruhig, hier passiert nichts. Ich will dir nur mal ins Gesicht gucken. Ja, ist alles gut. Okay? Ja. So. Hast du irgendwo Schmerzen an den Beinen, an den Hüften? Papa schläft. Der Papa schläft? Mhm. Wo schläft denn der Papa? Ja. Kannst du uns das sagen? Das hat keinen Zweck, ich muss den erst mal beruhigen. Ja, okay. Wir haben uns bewusst zurückgehalten, weil er unheimlich nervös war, aufgeregt. Hier ist es wichtig, dass die Mutter, also die nächsten Angehörigen, Bezugspersonen sich ihm annähern und dass wir da erstmal eine Vertrauensbasis aufbauen. Augenscheinlich war er nur blutverschmiert und nicht verletzt. Sollen wir den gleichen Weg gehen, den du gegangen bist? Ja. Dann finden wir auch wieder zurück, ja? Sollen wir das so machen? Ja. Der Sohn soll den Suchtrupp zu seinem Vater führen. Ein Unfall des Rentners ist sehr wahrscheinlich. Aber dann entdecken die Beamten einen verdächtigen Mann, der irgendetwas durch den Wald schleift. Hey, bleib stehen! Polizei! Im weiteren Verlauf der Suche haben wir eine Person festgestellt, die sich im Wald befand. Und auf Anrufen hat er sofort die Flucht ergriffen. Wir mussten erstmal davon ausgehen, dass hier es sich um einen Täter handelt, der eventuell mit der vermissten Person zu tun hat. Irgendwelche Waffen dabei oder sowas? Nein. Klaus Wiebel fürchtet, dass der Rentner Opfer eines Überfalls wurde. Er sucht die Stelle, wo der Verdächtige die Flucht ergriffen hatte. Ach du Scheiße. Kfz, Öldosen, Batterien. Ja, Sondermüll, der viel Geld kostet. Okay, dann haben wir wahrscheinlich den Falschen. Das war negativ. Der Junge. Denken Sie dran, hier steht unser Freund, ja? Der junge Mann hat Müll entsorgt. Vorwiegend aus dem Kfz-Bereich, Öldosen, Batterien etc. Also Sondermüll, der viel Geld kostet. Also nichts jetzt mit unserem Gesuchten zu tun. Nichts mit ihm zu tun. Nein, ich habe zwei Personen. So. Ich habe nichts. Ich wollte nur meinen Müll entsorgen, weil das ist sau teuer, wenn man das auf eine Müllkippe macht. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich noch teurer für Sie. Also das scheint so ein Autosammler gewesen zu sein. Das ist zum Teil erstmal eine Ordnungswidrigkeit, ganz klar. Aber aufgrund der Schwere des Falles kann es auch hier eine Strafanzeige geben. Aber ich habe nichts getan, wirklich nicht. Ja, Sie haben Ihren Müll entsorgt, das ist schon ja, etwas. Aber ich habe sonst nichts getan. Was wollen Sie? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Herr Becker, ja? Richtig? Ja. Mit Vornamen? Christian? Ja, auch Christian richtig, Becker. Ne? Ja, Herr Christian Becker. Ja. Gut, so, weshalb wir hier ein bisschen forsch hinter Ihnen hergerannt ist. Wir suchen eine vermisste Person. Eine vermisste männliche Person. Ruhig bleiben, ja? Ganz ruhig bleiben. Eine vermisste männliche Person. Haben Sie irgendjemanden gesehen? Nein. Vielleicht verletzt? Haben Sie nicht gesehen? Nein, ich wollte nur meinen Müll hier entsorgen. Wirklich, nur meinen Müll. Den nehmen wir mit.
bis Sie uns angerufen haben, bis Sie auf der Dienststelle angerufen haben, dass Sie das entsorgt haben. Ja? Ich werde dann, das sofort machen. Dann kontrolliert das einer und dann kriegen Sie auch Ihren Ausweis wieder, okay? Wir haben die Person dann hier gehen lassen, weil wir unser Personal hier auf unsere erstrangige Suche einsetzen wollten und von daher auch kein Personal abstellen konnten. Die Suche nach dem vermissten Vater geht unvermittelt weiter. Da der 60-Jährige offensichtlich verletzt ist, dürfen die Einsatzkräfte keine weitere Zeit verlieren. Der Sohn bringt sie zu einem Waldstück, wo die beiden Pilze sammeln wollten. Günther! Du musst uns schon zeigen, wo du lang gegangen bist, ja? Pilze sammeln. Pilze. Wo hast du die Pilze gesammelt? Hier. Den Sohn hatten wir bei der Suche mit eingebunden. Auf Fragen, wo er denn lang gegangen ist, konnte er den ungefähren Weg auch in seinen Möglichkeiten zeigen. Mach langsam. Ganz langsam, ganz langsam. Es ist enorm wichtig, dass wir mit bei der Suche geblieben sind und den Patienten nicht zum RTW gebracht haben, weil es eventuell zu viel Zeit gekostet hätte für die Versorgung des Vaters. Als der Spürhund plötzlich unruhig wird, führt er Robi Hagen eine Böschung hinunter. Dort macht der Hundeführer eine Entdeckung. Papa! Sag ruhig, ja. Eine verletzte Person gefunden hier. Ja. Die erste Person hat er nicht gefunden, da hat der Wind auch nicht so günstig gestanden. Aber man sieht hier, er hat die zweite Person gefunden. Daran sieht man, was man an den Tieren hat. Günther, können Sie mich hören? Als wir den Vater gefunden hatten, war natürlich erstmal mit dem Schlimmsten zu rechnen. Aufgrund eines sehr steilen Hangs bin ich zuerst davon ausgegangen, dass der Patient bewusstlos ist. Bei Eintreffen konnte ich aber relativ schnell feststellen, dass er ansprechbar war. Erzählen Sie uns, was passiert ist. Wir waren Pilze sammeln. Ja, okay. Und da bin ich runtergestürzt. Ja. Abgerutscht. Abgerutscht. Okay. Mein Kopf und mein Arm. Okay, halten Sie den Kopf los. Ja. Genau, einatmen, ausatmen. Ah. Okay. Fein hat er das gemacht. Ja. Ah. So, Vorsicht, ich brech mal eben hier den Ast weg. Nee, lass mal. Ja, klar. So. Also, Augen. So, tut hier irgendwas weh? Nein. Hier? Tut hier irgendwas weh? Ja, komm, mein Junge. Papa! Ja, ich muss Pass mal auf, dass Sie hier arbeiten können, okay. Papa schlägt. Papa geht gut. Er hatte keine vitalen Bedrohungen, war auch eigenständig schon sich am Bewegen. Somit hatte er auch keine Wirbelsäulenverletzungen, lediglich eine Beule an der rechten Stirn. Und er wollte auch eigenständig zu seinem Sohn, der ihn dann die ganze Zeit gerufen hatte. Guck mal, Jakob, der Papa ist wach. Ja. Da vorne ist eine Bank. Ja, die Polizei. Guck mal, da ist der Papa. Ja. Der Papa ist wach. Wir werden natürlich einen umfangreichen Bericht fertigen. Nicht zuletzt auch wegen der außergewöhnlich hohen Kräfte, die wir eingesetzt hatten. Beide Personen sind aufgefunden. Eine Person leicht bis mittelschwer verletzt, ist ganz offensichtlich abgestürzt und eine Böschung runtergerutscht. Ansonsten Sohn wohlbehalten, Mutter wohlbehalten, alles gut, wie gesagt, Abbruch aller Maßnahmen. Das Ganze geht zur Kriminalpolizei. Der Vater wird sicherlich noch mal vernommen hinsichtlich der Möglichkeit, dass der Sohn ihn eventuell geschubst hat. Aber das ist Sache der Kriminalpolizei. Ich persönlich glaube nicht dran. Ich denke, dass es tatsächlich ein Unfall gewesen ist. Bei den späteren Ermittlungen wurde bestätigt, dass der Sturz des Vaters ein Unglück war. Der Rentner hatte nur eine leichte Gehirnerschütterung und plant bereits den nächsten Waldausflug mit seinem Sohn.